Hallo, ich melde mich zurück mit einem neuen Unboxing. Nein, nicht mit Avell und Rebuy oder sowas. Nein, ich war nicht im Kaufrausch. Okay, ist nicht wahr. Ich war im Kaufrausch mit Buchboxen. Und heute ist die erste gekommen. Und zwar von Book Friends eine Buchbox. Oh, ich habe versucht, den Aufkleber ein bisschen runter zu machen, aber leider nicht so ganz geglückt. Aber die ist aber auch richtig. Oh, also mir gefällt es. Die wird auf diesen definitiv die Box auch noch aufgehoben. Die gefällt mir sehr gut. Und jetzt werden wir mal schauen, was drin ist. Also gut, ich weiß teilweise, was drin ist. Wie gesagt, teilweise. Ich habe gesneakt. Ich habe geschaut, was auf der Webseite gab. Ich habe mir das Jahresabo gleich geholt. Also ich kriege jetzt noch drei weitere. Ich bin mal gespannt. Und also ich wusste ja, als ich bestellte, was drin war. Geplant war, aber da gab es ja noch eine Überraschung, wer als zweites Buch dabei ist. Und jetzt schauen wir mal. Oh Gott, es ist offen. Es ist offen. Okay. Ja, jetzt müssen wir irgendwie. Ich schiebe das jetzt mal kurz etwas schräg. Kann ich es besser aufmachen? Schön viel Material. Ist immer gut. Füllmaterial ist immer gut. Hui. Aufpassen, dass ich nicht aus Versehen runterschmeiße, was ich noch brauchen könnte. Und jetzt, oh, tue ich mal kurz mit runter. Seht ihr das hier? Schön eingepackt. So, dann gehen wir mal wieder hoch. Und dann schauen wir mal, was ich da so schönes habe. Ah, ich habe das Papier zerrissen. Das schöne Papier. Ich hätte es gerne aufgehoben, aber nein, ich musste es zerreißen. Ja. Ah, na, schon wieder. Ja gut, ich habe es jetzt beim ersten Mal schon vergessen, aber ist ja egal. So, okay. Ganz oben auf. Nicht ein Blatt. Und wenn ich es rumdrehe. Tada! Das stimmt, Herbstwetter ist die beste Zeit für einen neuen Book-Boyfriend. Einen? Ich habe da immer sehr viele. Okay. Ah, da das Buch wollte ich mir eh holen. Von Emily Kay. Sogar signiert. Ha. Das ist doch schön. Das ist doch. Ha. Nein, ich werde Klappentext, ne? Heiß, selbstbewusst, Herzensbrecher. Und dazu noch der begehrteste Junggeselle in New York. Cynthia Roberts traut ihren Augen kaum, als ausgerechnet Mark Paxton erneut in ihr Leben tritt. Einst war er es, der ihr Herz, das ihr das, was? Einst war er es, der ihr das Herz gebrochen und sie einfach zurückgelassen hat. Ich sollte langsam lesen und dann klappt das schon. Ja. Okay. Schauen wir mal weiter. Dann auch noch diese schöne Karte. Die siehst du auch schön. Und ein Lesezeichen. Ja, ich habe nicht genug Lesezeichen. So, und dann Crazy in Love. Und zwar das Sammelband mit 1, 2 und 3. Ich habe es zwar schon als E-Book, aber ich. Und auch signiert. Oh, das fühlt sich gut an. Die fühlen sich beide gut an. Oh. Ja, okay. Ja, ihr habt nicht zugehört. Wunderbar. Dann, was habe ich denn noch hier so Schönes? Oh, und zwar Tee. Schwarzer Tee. Teemischung. Gebratene Mandel und Zimtapfel. Oh, das hört sich lecker an.
Es ist jetzt eh bald Teezeit, also es ist eigentlich für mich schon Teezeit, aber neuer Tee, neuer Tee. Ich bin kein Kaffeetrinker, aber ich liebe Tee. Ich liebe Tee. 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 Ja, Entschuldigung. Und dann, der fühlt sich aber ganz schön schön an. Schöner Schal. Kann man eigentlich nie genug Schals haben, oder? Der sieht richtig schön aus. Okay, ich muss ihn verstecken, sonst ist er weg. Ach ja. Und eine neue Kerze. 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 Kann man das so sehen? Magst du mich? Magst du mich nicht, Kamera? Neue Kerze. Neue Kerze. Und was haben. Was habe ich denn noch hier? Ach, das ist ja stimmt, da war ja was davon, dass eine Tasse dabei ist. So, jetzt. Ach, schauen wir mal. Die ist ganz schön gut verpackt. Das muss man sagen. Ganz schön, schön verpackt. Schön verpackt. Eine neue Tasse. Man kann nie genug Tassen haben. Man kann nie genug Kerzen haben. Man kann nie genug Schals haben. Und man kann bestimmt nie genug Tassen haben. Platzmangel ja, aber genug? Nein. Also, nein. Ja. Oh, und nie genug Bücher. Das hätte ich noch beinahe vergessen. Nie genug Bücher. Ja, die gefällt mir. Ich weiß, was sie heute Abend machen. Ich mache mir mal eine Tasse Tee. Neuer Tee und neue Tasse. Neuer Tee und neue Tasse. Also ehrlich gesagt, das sollte ich. Ja, ich sollte. So, okay, das war's. Mehr ist nicht mehr drin. Nee, mehr ist nicht mehr. Schau jetzt nochmal, nicht, dass ich was vergessen habe. Nein, mehr ist nicht mehr drin. Nichts versteckt oder so. Wunderbar. Oh, der Schal ist richtig schön. Ich will den gar nicht mehr ausziehen. Ja, okay. Ja, ich meine, ich renne ja mit T-Shirt rum. Also, wir können ja mit Schal rumrennen. Aha, kann tue ich schon. Ja. Also, ich werde jetzt. Werde dieses wunderschöne Buch irgendwo hier hinten jetzt reintun, weil ich kenne die Geschichte schon. Stell sie noch einmal. Ich kann sie auch wieder lesen. Ja. Und dieses wunderschöne Buch kommt jetzt auf meinen Substapel. Ganz oben. Ich muss noch zwei Bücher, drei Bücher lesen. Ein paar Rezensionen sind klar. Aber danach werde ich das hier lesen. So, jetzt sieht man es besser. Also kann ich schön. Ja, ich bin halt so. Ich habe neue Bücher, ich habe Tee, einen Schal und jetzt werde ich meine Sachen nehmen, schön verräumen. Huhu, huhu, huhu. Bis dann, Leute. Ciao.